Dein Android-Smartphone oder Tablet ist kaputt und muss zur Reparatur? Und wegen eines kaputten Displays kannst du es nicht entsperren und die Daten löschen? Dann siehst du hier, wie du dein Gerät trotzdem für die Reparatur vorbereiten kannst. Das geht, wenn dein Gerät eingeschaltet ist, du mit deinem Google-Konto darauf angemeldet bist, dein Gerät mit dem Internet verbunden ist, du dein Gerät in den Einstellungen von Google Play siehst und du auf deinem Gerät die Standortermittlung und Mein Gerät finden aktiviert hast. Trifft das alles zu? Dann kannst du die Daten von deinem defekten Gerät zum Beispiel über einen PC oder Laptop löschen. Öffne dafür auf einem anderen Gerät den Webbrowser. Geh dann auf android.com/find und melde dich mit deinem Google-Konto an. Jetzt siehst du oben links alle deine Geräte, die du mit deinem Google-Konto verknüpft hast. Wähl das Gerät aus, von dem deine Daten gelöscht werden sollen. Wähl dann die Option Daten vom Gerät löschen. Und klick auf Daten vom Gerät löschen. Eventuell musst du dich noch einmal mit deinem Google-Konto anmelden. Bestätige danach das Löschen. Jetzt wird dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und deine Daten gelöscht. Wichtig: Es werden nur die Daten auf dem Gerät gelöscht. Daten auf Speicherkarten werden nicht gelöscht. Danach ist bei deinem Gerät die Funktion Mein Gerät finden ausgeschaltet. Fertig! Jetzt kann der Reparaturservice auf dein Gerät zugreifen. Together we can. Vodafone.